Willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit, Leben mit Stil. Unser Thema heute ist noch einmal die Esoterik. Im ersten Teil unseres Gespräches haben wir versucht, Antworten zu geben auf die Frage, warum Menschen von okkulten Praktiken fasziniert sind und worum es bei der Esoterik überhaupt geht. Im heutigen Gespräch geht es um einen Vergleich der Grundlagen der Esoterik und des Christentums. Als Experten hierfür begrüße ich auch heute noch einmal Clemens Pilar von der Kongregation der Kalasantina in Wien. Herzlich willkommen. Pater Clemens, ich hatte gesagt, es geht um die Grundlagen der Esoterik im Vergleich mit dem Christentum. Es hat ja schon in der Antike Versuche gegeben, das Christentum in irgendeiner Form auch mit esoterischen Praktiken zu verbinden, wie es zum Beispiel die Gnosis getan hat. Können Sie das etwas näher erläutern? Man müsste so sagen, das Christentum war von Anfang an konfrontiert, auch mit einer anderen Weltanschauung. Da ging es nicht in erster Linie um eine esoterische Praktik oder Praktiken, sondern mit einem anderen Weltbild und mit einem anderen Weg der Erlösung. Das ist vor allem eine Art der Weltanschauung, der Philosophie. Genau genommen baut auch die zeitgenössische Esoterik auf diesen Ideen der antiken Gnosis auf, sind also nicht wirklich etwas Neues, sondern wieder aufgewärmte Ideen aus der damaligen Zeit. Aber es zeigt sich darum sehr gut, wie das Christentum von allem Anfang an sich mit diesen Ideen hat auseinandersetzen müssen. Und viele Antworten, die auch damals gegeben wurden, gelten heute noch gleichermaßen. Und es ist deshalb auch wichtig, dass man sich ein bisschen mit dieser Ideenwelt der Gnosis auseinandersetzt. Dann kann man sie auch sehr gut diagnostizieren, wenn sie eingekleidet in eine Alltagspraxis heute begegnet. Denn heute werden die meisten Menschen nicht unmittelbar mit der Philosophie konfrontiert, sondern mit irgendeiner Praktik. Aber dahinter steht dieses Weltbild der Esoterik, beziehungsweise auch dieses neu belebte gnostische Denken. Man könnte hier jetzt einige Elemente herausgreifen, das ist wahrscheinlich sinnvoll, um das einmal gegenüberzustellen, den christlichen Glauben und diese Idee der Gnosis. Wir Christen, das ist heute auch nicht mehr allen so bewusst, glauben an den persönlichen Gott, den Schöpfergott, der diese Welt durch sein Wort erschaffen hat. Bereshit bara, so heißt das in der hebräischen Bibel, ganz am Anfang, im ersten Buch der Genesis. Am Anfang schuf Gott die Welt. Gemeint ist dabei aber nicht, dass er sie vor langer Zeit erschaffen hat, also vielleicht vor 20 Milliarden Jahren durch den Urknall, sondern dass er der Anfang von allem ist, auch von jedem Augenblick, der geschaffen wird, auch jetzt. Auch jetzt hält und trägt Gott diese Welt, dieses Dasein durch sein machtvolles Wort. Es ist der persönliche Schöpfergott, der will, dass diese Welt existiert. Im Unterschied zur Gnosis sieht man das Göttliche, das All-Eine, aus dem die ganze Welt der Erscheinungen hervorgeht, ausfließt. Es ist kein Schöpfungsakt, sondern ein Hervorfließen der Welt der Erscheinungen in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Stufen. Die materielle Welt, das ist die unterste Stufe dieser Erscheinungen. Und der Mensch in dieser materiellen Welt ist eigentlich, trägt in sich einen göttlichen Seelenfunken, der aus der göttlichen Welt herabgefallen ist, in die materielle Welt, die von einem bösen Schöpfergott, einem Demiurgen, erschaffen wurde. Und der Erlösungsweg, der Selbsterlösungsweg der Gnosis besteht darin, dass dem Menschen bewusst gemacht werden muss, dass eigentlich in ihm dieser göttliche Seelenfunke ist, der gefangen ist, ist in der Gefängnis der Materie, und er muss durch den Weg der Erkenntnis, der Gnosis, wieder aufsteigen zum Ureinen, aus dem er eigentlich hervorgegangen ist. Und das hat dann verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, aber entscheidend ist hier der Unterschied zwischen im christlichen Glauben dem persönlichen Schöpfergott, der durch seinen Willen diese Welt erschaffen hat, im Gegensatz zu dem göttlichen All-Einen, in dem eigentlich alles miteinander verbunden ist und alles in dieser Göttlichkeit aufgeht. Alles ist göttlich. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise Mensch und Schöpfer oder auch Mensch und bösartiger Schöpfer, Demiurg? Also wir glauben nicht an einen bösartigen Schöpfer, wir glauben an den guten Schöpfer. Wir glauben, dass der Mensch geschaffen ist zu einem ewigen Dialog der Liebe. Der Mensch wird niemals Gott sein, aber er ist berufen, Gottes Freund zu sein. Wir glauben daran, dass die Erfüllung des Menschseins darin besteht, dass der Mensch für immer Gott lieben darf und in liebender Gemeinschaft miteinander vor Gott sein darf. Die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist also eine Feier des ewigen Dialogs.
Im Unterschied dazu steht dieses gnostische Weltbild bzw. das Denken, das heute auch in der Esoterik sehr verbreitet ist, dass alles Gott ist. Es gibt im Grunde nur das Göttliche. Auch ich bin ein Teil des Göttlichen bzw. jetzt befinde ich mich zwar im Stadium der Individuation, das heißt, ich bin jetzt für mich allein als Person vorhanden, aber das muss wieder überstiegen werden, dieser Zustand. Ich soll wieder aufgehen in diesem göttlichen Ganzen. Der Mensch als Person ist nach dem Denken der Esoterik oder bestimmter Strömungen der Esoterik, so muss man das heute immer sagen, nichts anderes als eine vorübergehende Erscheinung. So wie ein Tropfen aus der Meeresgischt herausspritzt, aber wieder zurücksinkt im Ozean, genauso wird der Mensch sich wieder auflösen im göttlichen Ganzen. Das ist der Weg der Selbsterlösung, dass man zur Erkenntnis kommt, ich bin es, ich bin das Göttliche. Also Selbsterlösung bedeutet, der Mensch steht im Grunde auf derselben Stufe wie Gott, da gibt es also keinen... Ist Gott. Man kann hier Gott von Menschen gar nicht unterscheiden in dem Sinn. Also man muss erkennen, dass man eigentlich göttlich ist, denn die ganze Natur ist göttlich, das Universum ist göttlich, ich bin es also auch. Und Leiden entsteht dadurch, dass man sich noch darüber nicht im Klaren ist, dass man in der Täuschung lebt, dass man nicht weiß, dass man ja eigentlich das Göttliche ist. Und diese Täuschung ist zu überwinden. Die Gnostiker sagen, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Menschen und den kosmischen Mächten, also zwischen der Freiheit des Menschen und den kosmischen Mächten. Wenn man das durch Gott ersetzt, wäre das doch aber dann eine Parallele zum Christentum, oder? Man muss dazu sehen, dass in diesem gnostischen Denken, das auch heute wieder belebt wird, diese kosmischen Mächte ebenfalls nur Ausflüsse aus dem All einen sind. Heute wird das zum Beispiel so gebracht, ja, also das Ganze ist die göttliche Energie. Aus dieser göttlichen Energie gehen hervor die Götter, die Engel, die Dämonen, aus dem gehen hervor die Naturgeister, der Mensch und auch alle anderen Dinge. Der Mensch hat natürlich ein bestimmtes Verhältnis jetzt auch zu den Göttern, aber die sind selber dieser göttlichen Energie untergeordnet und letztlich ist der Unterschied nur gradueller Natur. Und wie man jetzt mit diesen Kräften umgeht, das ist jetzt unterschiedlich. Also ob man sie als feindliche Kräfte erlebt und also sie schützen muss davor, oder ob man sie als freundliche Kräfte anruft, wie man das heute oft auch im Okkultismus tut, das ist dann eine Frage, welchen Geistern man sich gegenüber glaubt. Ist es dann also überhaupt vereinbar, Gnosis und Christentum? Nein, ist nicht vereinbar. Ganz einfach aufgrund dieser ganz wesentlichen Unterschiede. Gnosis, allein dieser Begriff, sagt, durch Erkenntnis soll man zur Erlösung kommen. Das heißt, das Ziel ist, wenn man zurück aufgestiegen ist in das Göttliche Eine, wenn man erkannt hat, dass man Gott ist. Für uns ist das Ziel nicht die Erkenntnis der Göttlichkeit, sondern das Leben in der Beziehung zu Gott, in der Liebe, im Dialog. Das sind zwei unterschiedliche Ziele. Wie kommt es dann, dass viele Leute gerade heute sagen, die Gnosis wäre das eigentliche Urchristentum? Heute wird vieles behauptet, das heißt vieles, was unhistorisch ist und was sich dann bei der näheren Untersuchung aber nicht halten lässt. Es wird auch behauptet, dass das Christentum ursprünglich an die Reinkarnation geglaubt hätte und dass es da ein Konzil gegeben hätte, das alles ausgemerzt hätte, was die Lehren der Reinkarnation vor dem 5. Jahrhundert noch behauptet hätte. Aber das ist alles historisch nicht haltbar. Also das Urchristentum ist nicht Gnosis, ist nicht gnostisch, aber es ist eine Strömung, die sehr bald parallel zum Christentum aufgetreten ist. Und schon zu neutestamentlichen Zeiten. Denn man sieht ja auch, dass manche Schriften, etwa das Johannesevangelium, in der Sprache bereits Antwort auf diese Strömungen gibt. Sie haben gerade selbst schon die Reinkarnation erwähnt. Esoteriker glauben an Reinkarnation, also dass die Seele und der Körper getrennte Teile sind und die Seele kann nach dem Tod des Körpers den Körper verlassen und sich einen neuen Körper zum Beispiel suchen. Wie ist die christliche Auffassung der Seele? Wir glauben an die untrennbare Einheit des Menschen, die Ganzheit des Menschen. Er ist eine leibseelische Ganzheit. Und wir glauben, dass das Lebensprinzip, die Seele des Menschen, etwas ist, was ständig von Gott geschenkt wird. Gott erschafft den Menschen, er formt hier den Leib, das ist so dieses Bild in der Bibel, aus dem Lehm und haucht ihm die Neshama ein. Das ist die Geistseele. Aber das ist ein Ausdruck für die Beziehung, in der der Mensch steht. Das, was uns zu Menschen macht, ist, dass wir von Gott Geliebte sind. Das, was wir als Seele bezeichnen, ist die ständige Freundschaft mit Gott, auch wenn ein Mensch sich dessen nicht bewusst ist, die verborgene Beziehung zu Gott. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Galileo Galilei ansehen oder Schriftsteller wie Novalis oder Goethe, die alle haben ja mit
heute als esoterisch benannten Praktiken gearbeitet. Die haben Alchemie betrieben, Astrologie betrieben, haben sich für okkulte Dinge interessiert. War das für die einfach kein Problem, weil sich niemand dafür interessierte? Oder kann man sagen,